Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir gehen heute durch unseren zweiten Dungeon und holen das nächste Artefakt für die Bosskämpfe. Wir sind, wenn wir mal kurz auf die Karte gucken, hier auf der Ostseite in dieser kleinen Einbuchtung. Ich meine, es ist die große Lavahöhle. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Hab uns aber zur Not auf jeden Fall schon mal für eine Lavahöhle vorbereitet. Wir haben also den Ghillie-Suit dabei, falls es drin ein bisschen zu heiß werden sollte. Haben natürlich jede Menge Munition dabei. Ein paar Grappling-Hooks für die Armbrust, falls wir irgendwo nicht weiterkommen. Dann haben wir hier in den Höhlen ja auf jeden Fall, in der Höhle hier auf jeden Fall die ollen Fledermäuse drin. Deswegen habe ich mal Gegenmittel mitgenommen und habe zu Hause nochmal fleißig Heiltränke vorgebraut hier, dass wir uns auch ordentlich hochheilen können. Erstmal gehen wir zu Fuß rein und falls das gar nicht gut läuft, haben wir hier auch den Wolf dabei. Jede Menge gebratenes Fleisch, bisschen normales Fleisch, dass wir auch den Wolf dann vernünftig hochheilen können. Aber erstmal möchte ich, wie gesagt, zu Fuß rein. So, auf geht's! Der Dungeon ist auf jeden Fall deutlich, oh, sieht das schon gleich wieder cool aus, allein schon hier im Eingangsbereich, deutlich größer als der erste Dungeon, in dem wir drin waren, bei uns vor der Haustür. Ich meine, das hier ist sogar der zweitgrößte Dungeon im Spiel. Ich glaube nur noch, die große Eishöhle ist als einziges noch größer als diese hier. Weil ich glaube, das hier ist die große Lavahöhle. Leute, ich bin schon wieder umgehauen, wie geil das aussieht hier. Da kriege ich schon wieder so Bock auf Aberration. Dauert ja noch bis Mai, laut offizieller Roadmap. Das heißt, ich würde mal eher noch mal 2 Monate dranhängen bei Wildcard, bis das dann mal rauskommt. Aber da freue ich mich so drauf. Es war auch schon in Survival Evolved meine absolute Lieblingskarte mit weitem Abstand. Aber ich mag auch einfach Spielwelten, die irgendwie komplett unterirdisch stattfinden. Wer vielleicht das alte Rollenspiel und den Dungeon Crawler Arx Fatalis kennt, das habe ich auch so geliebt. Ist zwar heute nicht mehr spielbar, hat eine Steuerung, die ist einfach nicht mehr zumutbar, aber atmosphärisch war das ganz fantastisch. Oh, das sieht ja auch mal richtig cool aus mit der Lava hier. Lass mal schauen, ob wir von hier vielleicht schon, ich wollte sagen, von hier kann man doch immer schon die ersten Viecher meistens anlocken. Mal sehen, ob es klappt. Ja, sehr schön, da haben wir schon die erste olle Tollwut-Flattermaus. So, gleich mal auf die Schrotflinte rüber, bevor die zu nah rankommt. Roms. So, uns ist auch schon ordentlich heiß. Wir behalten aber noch einen Moment, würde ich sagen, erstmal unsere Flakrüstung an. Weil der Ghillie-Suit bietet halt gar keinen Schutz. Ne? Wenn wir dann von den Viechern angegriffen werden, ist erstmal die Rüstung ratzfatz durchgebissen. Na, willst du runter? Jawohl, der springt rein in die Lava. Das ist sehr schön. Dann gehen wir mal außen rum. Ich weiß noch nicht mehr genau, in welcher Richtung jetzt das Artefakt ist oder wo wir hier die Explorer-Notes finden oder das Höhlenloot. Aber wir gucken uns einfach in Ruhe um. Wir haben ja Zeit. Wir gehen einfach in Ruhe, wie beim ersten Dungeon, alle Wege ab. Und hier haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Wege abzugehen als in dem ersten Dungeon. So, hier teilt sich schon das erste Mal auf. Ich meine, in Survival Evolved bin ich immer zuerst mal hier unten lang geschlichen. Dann machen wir das hier genauso. Boah, sieht das mal cool aus, Leute. Schade, dass es keine Höhlensysteme so auf der Karte noch gibt, in denen es keine Gegner gibt, sondern die man einfach nutzen könnte, um sich da drin was aufzubauen, weil dann hätte ich auf jeden Fall eine Höhlenbase. Ich meine, man kann ja in Optionen einstellen, dass man in Höhlen bauen kann, aber das nützt halt nichts, wenn das hier jetzt einfach nur die ganzen normalen Dungeons sind mit den ganzen Viechern drin. Aber wenn es so irgendwie noch Höhlensysteme geben würde, ich wäre sofort dabei, eine coole Höhlenbase aufzubauen. Hier laufen ja sogar Baby-Dilos rum. So, warte mal, da oben konnten wir lang und ich meine aber, die beiden Wege führen sowieso in dieselbe Richtung, ne? Naja, ob wir da oben jetzt lang gegangen werden oder hier unten, das kommt aufs selbe raus. Lass mal kurz gucken. Ja, das ist das gleiche. Alles klar, dann geht es hier nur in einer Richtung weiter. Und zwar hier. So, Lebensenergie tickt ganz langsam runter durch die Hitze. Aber noch ist okay. Deswegen behalten wir ruhig die Flakrüstung erstmal noch an. Boah, ist das gut gemacht hier, ne? So. Da haben wir die ollen Fledermäuse. Mal gucken, dass wir nach Möglichkeit nicht alle auf einmal anlocken, sondern wenn da irgendwie so wie die da, wenn die so ein bisschen einzeln rumhängt, hoffe ich mal, dass wir die auch einzeln hier rüber... Nee, da bewegt sich gleich schon die nächste. Okay. Schrotze raus. Ja, lauf, lauf. Ah, die hat uns erwischt. Hat uns erwischt, das olle Vieh. Natürlich auch gleich die Tollwut reingehauen. Lauf, 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 lauf. Ein Stück weiter. Ich glaube, eine ist gerade abgeschmiert. Zwei sind abgeschmiert. So, wir nehmen gleich mal hier so einen... Quatsch. Heiltrank. Sehr schön. Aber gehe ich eigentlich so? Ich habe es extra auf die Kurzwahl gelegt. Egal, getrunken haben wir auf jeden Fall einen. Apropos trinken, wir werden auch schon wieder ganz schön durstig hier drin durch die Hitze. So, nehmen wir nochmal einen Schluck Wasser oben drauf.
So, das hält ja ein paar Sekunden, das Gegenmittel. Da können wir uns erstmal nicht wieder neu anstecken, solange der Timer da noch läuft. So, hier ist schon die nächste Abzweigung. Ich will erstmal die Viecher hier aus dem Weg haben. Super. So, hier können wir rüberspringen, denke ich mal. Ein bisschen Anlauf, sollte das eigentlich funktionieren. Zur Not haben wir ja auch den Grappling Hook dabei. Ich meine, man kann aber auch irgendwo da hinten rumschleichen. Ne? Lass uns mal gucken. Ach, guck mal hier, Leute. Hier haben wir schon so eine Textstruktur. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg Richtung Höhlenartefakt dann schon mal. Oh. Die gibt es hier natürlich auch. Ja, da müssen wir ein bisschen Rückwärtsgang einlegen hier. Lad nach, lad nach, lad nach. Ich glaube, wenn wir gar nicht mehr vorwärts kommen, haben wir ja auf jeden Fall auch den Wolf dabei. So, einmal in die andere Richtung, ein bisschen im Kreis rum um die Viecher. Den haben wir den Skorpion auch schon. Lad nach nochmal. Sagt die Munition, sagt, sieht noch gut aus. Bombs, 130er. Bombs, haben wir euch, liebe die Schruffel, die ist so, so gut. Da haben wir auch wirklich Glück gehabt, dass wir schon echt eine Schnacke gefunden haben. Ansonsten haben wir noch gar keine guten Waffen. Deswegen wäre es ja mal schön, wenn hier zum Beispiel auch mal ein super Höhlenloot wäre. Mit einer schönen Longneck drin oder so. Das war da auch mal eine gute bekommen. So, das ist, da hätten wir rüberspringen können auf das und dann ganz rüber auf die andere Seite. Mal gucken, ob wir von der Seite auch rankommen. Da flattert schon wieder. Was ist das hier? Ist das ein Höhlen? Nee, ist das Obsidian? Ist das ein Höhlenloot? Nee, ist das ein Obsidian-Vorkommen. So, da sind wir hergekommen. Das führt alles in eine Richtung hier. Haben wir auf jeden Fall mindestens zwei Fledermäuse. Laufen! Nachladen! Draufrotzen! Wo ist er hin? Da. Ops! Oh, hallo! Hallo, Skorpion! Der hat nur einen ausgehalten. Rums. Super. Leute, ich bin so umgehauen davon, wie cool das hier aussieht. Keine Ahnung, was das sein soll, was da runterrieselt. Ob das irgendwie ein bisschen Asche sein soll. Oder Glut, wahrscheinlich eher Glut, ne? Bei der Hitze hier. Bei der ganzen Lava. So, da drüben auf der Seite scheint aber nichts zu sein. Da hätten wir einfach nur durch die Mitte rüberhüpfen können. Oder man läuft eben hier außen rum. Hier ist nochmal eine Abzweigung. Jetzt sagen wir, bleiben jetzt aber erstmal hier in dieser großen Halle und gucken uns hier einmal um. Bevor wir die nächste Abzweigung nehmen. Zack. Hopp, fall um. Bis jetzt geht's eigentlich noch, Leute. Gestaltet sich noch recht übersichtlich. Wir haben noch keine... Na, okay, da hinten. Wir haben noch keine wirklich große Gegnergruppe erwischt. Zum Glück. Vielleicht haben wir aber auch wirklich wieder viele. Sieht man ja so schon. Die hier irgendwo in den Wänden hängen. Die dann erst rauskommen, wenn wir da vorbeigelaufen sind. Lad nach, lad nach, lad nach. Ops, die haben wir noch erwischt, bevor sie uns beißen konnte. Oh, oh, ja, 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 alles klar. Das sind dann doch mal ein paar mehr jetzt hier. Au, 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 au. Au, 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 au. Hau die Heiltränke rein. Hau dir ein paar Heiltränke rein. Sicher ist sicher. Oh, sind die Viecher schnell. Nachgeladen haben wir, ne? Haben wir noch einen erwischt. Komm, hier können wir noch ein bisschen im Kreis laufen. Ja, das ist doch angenehm. Kommen ein bisschen im Kreis rum hier, kommen die Viecher auch nicht an uns so gut ran. Zack. Ich glaube, wir haben noch eine erwischt. Wo ist die andere jetzt hin? Ist die abgehauen? Die hauen ab, die ollen Viecher. Die sind beide abgehauen. Oha, langsam. Nicht da reinsprinten. Wir haben aber noch die Kampfmusik, ne? Scheiße, steckt hier wirklich noch irgendwo ein Viech in der Wand. Okay, wenn die abhauen, dann sollen sie abhauen. Ich beschwere mich nicht, wenn die freiwillig umdrehen. Oh. Ja, ja, und dann willst du dich von der Seite anschleichen. Ich hab's genau gesehen. Du ranziger Flatterwurm. Flatterratte. So. Ah, 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 ah. Oh. Moin. Wie er da aus dem Fels rausguckt. Na, streck nochmal den Kopf raus. Sehr gut. Haben wir die auch erwischt. Da drüben hängt noch eine alleine, so wie es aussieht.
Super, die haben wir auch. Hier scheint Sackgasse zu sein. Und da geht es halt wieder darüber, wo wir halt auch hätten hüpfen können. Ich sehe keinen Loot in der Mitte. Also würde ich sagen, lohnt sich es auch nicht, dass wir darüber springen. Nee, ich würde sagen, lohnt sich nicht, dass wir da... Obwohl, da hinten. Lass mal kurz gucken. Hopp, nicht zu weit. Doch, warte mal, da geht's noch weiter. Gut, dass die runtergeschmiert ist. Hier hatten wir kaum Platz zum Ausweichen. So. Ob wir das so schaffen? Sieht nicht so weit aus. Müssten wir schaffen. Schaffen wir auch. So. Das ist schon ein kleines Labyrinth hier, die große Lavahöhle. Wir sind über noch, da sind auch noch Viecher über uns und in den Wänden drin. Können wir nicht treffen. Ne, dann lassen wir die da. So, ich glaube hier... Na, könnten wir wahrscheinlich auch so rüberspringen, aber ich will es nicht riskieren. Nimm mal lieber so einen Greifhaken. Hopp. Und einmal rüber. Aushaken auf C. Lad die Longneck nach. Warte, und lad auf jeden Fall gleich die Armbrust nach, falls wir wegspringen müssen, dass wir sofort einen neuen Greifhaken haben. Sehr schön, ist nachgeladen. Weil hier kommen wir jetzt nach hinten schlecht weg. Ne? Wenn wir jetzt hier abhauen müssen, dann brauchen wir den Grappling-Hook, um hier rauszukommen. So, ich sehe auch hier keinen Loot. Ne. Ich meine, das ist eigentlich hier eine gute Ecke für Höhlenloot. Aber ist keins da. Au! Ah! Wir haben Tollwut natürlich. Und olle Dinos. Ne, und Artefakt haben wir hier auch nicht. Das Artefakt ist nicht an der Stelle. Hier hat man, glaube ich, einen Höhlenloot sonst. Rums. Rums. Läuft aber noch sehr gut. Bis jetzt läuft es echt gut. So, nimm gleich schon mal hier, Quatsch. Hast du doch auf Kurzwahl. Nimm davon ein, trink gleich nochmal zwei Heiltränke. Trink nochmal einen Schluck Wasser. Ich hätte zwei Feldflaschen mitnehmen sollen, sehe ich gerade. Okay. Das heißt, das haben wir soweit. Dann gab es drüben noch die eine Abzweigung. So, hier kommen wir jetzt auf jeden Fall so rum. Kommen wir wieder so zurück. Von hier auch. Und von hier auch. Und von hier auch. So, sind wir wieder hier. Hier war Sackgasse, ne? Aber da vorne gab es noch irgendwo eine Abzweigung. Dann gehen wir da lang. Vielleicht weiß ich, ob wir einmal im Kreis rumgehen können hier in der Höhle, ob das alles irgendwo verbunden ist. Aber wir werden es rausfinden. Ich bin so umgehauen davon, wie schön das einfach aussieht hier, dieses Höhlensystem. So, hier haben wir auch schon wieder zwei Möglichkeiten weiterzugehen. Ah, Leute, da hinten geht es auf jeden Fall zum Artefakt. Hundertprozentig. Da leuchtet es. Da geht es hundertprozentig zum Artefakt. Gucken wir von der Seite auch rankommen. Da in der Mitte haben wir wieder Viecher. Sauber. Ich glaube, hier sind ganz, ganz viele von denen stecken in den Wänden drin. So. Wir könnten es riskieren, uns mit dem Grappling-Hook da rüber zu grappeln. Oder da auf die Mitte. Gehen wir in die Lava-Skorpion, gehen wir eine Runde baden. Sehr schön. Das ist, was ist das? Ist das ein abgeschossenes Vieh? Sieht fast ein bisschen aus. Da hinten flattert es auch schon wieder. Weil irgendwo da lang geht es auf jeden Fall zum Artefakt dann. Wir gehen lieber mal andersrum. Gucken, ob wir doch einfach so zu Fuß irgendwie hinkommen, ohne dass wir unbedingt einen Greifhaken benutzen müssen. Ja, wobei hier kommen wir auch so nicht rüber. Doch mit ein bisschen... Ja doch, hier kommen wir so rüber, klar. Immer ein bisschen Anlauf, hops, locker. Zurück wird ein bisschen schwieriger. Oh, da steht schon mal ein Olla Dilo. Noch ein Olla Dilo. Oh, da kommt ein bisschen viel an. Grappling Hook raus. Miau. Einmal rüber. Ihr dürft gerne alle hier einmal reinhüpfen. In die heiße Quelle. Einmal ein bisschen entspannen. Erreicht 10 Minuten baden. Hast du keine Gelenkschmerzen mehr, nichts mehr. Da bist du von allen Schmerzen bist du befreit. Ist auch, alles ist dann erledigt. Egal was du hast. Rheuma, Arthritis, alles hinfällig. Nach 10 Minuten Lava-Bad. So, einmal wieder zurück. Aushaken, gleich wieder nachladen. Sehr schön. Wir brauchen noch eine Weile, bis die gebrutzelt sind. Moin. So.
Läuft gut, läuft noch gut. Oh. Nur zur Sicherheit. Erstmal nochmal ein Stück zurück. Können wir nicht mit der Longneck versuchen, hier die Viecher da ganz hinten zu erwischen, sag mal. Ah, wir müssen auch unbedingt mal das Zielfernrohr draufbauen auf die Longneck. Ne? Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Den haben wir erwischt. Mal sehen, wie viele mitkommen. Sieht aus, als wenn alle mitkommen. Herrlich. Ja, die kommen alle mit. Können gleich mal die Beine in die Hand nehmen. Und zwar genau jetzt. Die Beine in die Hand, aber noch besser als die Beine in die Hand ist die Schrotflinte in der Hand. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Müssen wir ein ganzes Stück zurück bei der Meute. Durch die Gefahr auch immer, dass ein paar Viecher, die irgendwo in den Wänden waren, jetzt hinter uns wieder nach irgendwo rausglitschen. Und dann haben wir plötzlich da, wo wir schon freigeräumt haben, wieder neue Viecher. Laufen! Jetzt geht's auch ganz gut. Wir brauchten den Ghillie-Soup jetzt noch gar nicht anziehen. Das läuft auch so. Okay. Laden, laden, laden. Ach, Moment. Au, 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 au. Die hat uns fast in die Lava geschubst. Dann wäre Feierabend, wenn wir da reinfallen. Hat man vielleicht noch einen maximalen Bruchteil einer Sekunde irgendwie Zeit, um den Grappling-Hook zu schnappen und sich wieder rauszuziehen. Aber normalerweise, wenn wir da reinfallen, ist Feierabend. Wir haben schon wieder Durst, Leute. Das geht. Wir müssen hier raus gleich. Wir müssen Wasser holen. Ich hoffe, die Viecher spawnen nicht nach. Weil wir müssen hier raus. Wir müssen einmal Wasser holen. Ein Eimer Wasser holen müssen wir. Mist. Ich hätte mehrere. Wir hätten am besten die selbst mit zwei Feldflaschen wären wir hier nicht durchgekommen. Wir müssen zurück. Weil hier unten gibt es keine Möglichkeit, die Flasche wieder aufzufüllen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich hätte drei, vier Feldflaschen mitnehmen sollen. Aber eine ist auf jeden Fall viel zu wenig. Weil jetzt, wo wir nichts zu trinken haben, wäre natürlich, da steigt die Bewusstlosigkeit, ne? Kippen wir irgendwann um hier. Im Hitzekoller. Raus, 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 raus. Ja, sind ja schon gleich wieder. Oh, sind ja schon gleich wieder draußen. Man merkt es auch, es ruckelt. Die Außenwelt wird nachgeladen. Warte mal, wo, wie, wo, was? Da oben hoch, ne? Ja, sieht gut aus. Komm, hier geht's raus. Oder? Oder? Doch, doch, wir sind richtig. Hier geht's raus. So, ich hoffe, die Viecher spawnen nicht sofort neu. Wenn wir jetzt kurz mal rauslaufen, um die Wasserflasche aufzufüllen. Ist ja nur ein kleines Stück zum Strand hier raus. Dann können wir einmal auffüllen. Dann hoffen wir, dass es überhaupt reicht, um da durchzukommen. Ich meine, wenn wir jetzt die Viecher nicht nachgespawnt, können wir ja wieder schnell reinsprinten. Dann verlieren wir nicht so viel Zeit auf dem Weg. Dann müsste es eigentlich passen. So, trink mal ordentlich einen Schluck. Und, halt einmal hier und dann auffüllen. Sehr schön. Die ist aufgefüllt. Passt. Alles klar. Ist noch mal einen kleinen Happen nebenbei. Halt ja auch ein bisschen hoch. Noch mal ein, zwei Heiltränke oben drauf. Weiter geht's. Was sagt die Haltbarkeit der Flinte? Die ist noch super. Das passt. Höp. Wieder rein. Macht Laune, Leute. Macht Laune, auch wenn wir jetzt einmal rauslaufen mussten. Macht trotzdem super Laune, zu Fuß da durchzugehen. Ich meine, wenn es gar nicht klappt wegen der Hitze, dann springen wir auf den Wolf und holen das Artefakt zumindest mal raus. Dass wir das auf jeden Fall haben. Rap. So, was sagt die Zeit? Ach, wir sind noch gut. Wir liegen noch gut in der Zeit. Passt. Die Viecher scheinen noch nicht neu gespawnt zu sein. Hier ist alles frei. Das ist super. So, das heißt wieder hier rum. Was leuchtet denn da? Ach, guck mal hier. Auf einmal ist hier, der war doch eben noch nicht da. Was haben wir hier? Ein Trike-Sattel, warum nicht? Und, naja, komm. 200 Panzerung auf einer Chitin-Rüstung. Den Rest brauchen wir nicht. Leider keine Waffe. Aber darauf hoffe ich noch mehr eigentlich hier in den Höhlen. Weil draußen in den normalen Root Drops hat man so gut wie nie Waffen drin. Da ist Munition drin, da sind auch Sättel drin, aber Waffen sind sowas von selten in den normalen Loot Crates. Da
Da ist eigentlich immer Höhlenloot für nötig, dass man eine vernünftige Waffe findet. Leute, wir sind zwei Schritte hier drin und sterben am Hitzekoller. So, wir müssen doch mal den Ghillie-Suit anziehen. So einfach ist das. Schon sparen wir Wasser, ne? Da dürfen wir uns aber auf keinen Fall mehr beißen lassen, weil die Fledermäuse zwei, drei Bisse, dann ist der Ghillie-Suit auch durch. Dann haben wir dann auch wieder keinen Hitzeschutz mehr. So, da hinten waren wir ja. Wir kamen jetzt von hier zuletzt, ne? Oh, du Ranzvieh. Ja, natürlich. Das blöde Vieh kann aus dem Stein rausbeißen. Da ein bisschen was auch. Aus dem Stein rausbeißen. So. Warte mal, hier war das, ne? Ja, genau. Hier war das. Ja. Ja, ist ja noch so ein Ranzvieh. Haben wir dich? Kein Bock auf euch, euren Viecher, die ihr das von hinten anschleicht dann. Hopp! So, okay. Uah. Geht schon wieder weiter. Links raus. Einmal rüber. Zurück, zurück, zurück. Zack. Flinte raus. Das war die falsche Flinte. Nee, lauf lieber. Wir wollen es nicht beißen lassen, sonst ist der Ghillie-Suit durch. Zur Not lieber ein Stück weiter zurücklaufen, als dass wir die Rüstung verlieren. Aber so können wir wenigstens drin bleiben mit unserer einen Feldflasche jetzt hier. Da hinten ist auf jeden Fall das Artefakt und wahrscheinlich auch nochmal eine Explorer-Note. Ich würde sagen, wenn wir das Artefakt haben, haben wir schon viel geschafft. Ist die runter? Ja, die ist abgeschmiert. Alles klar. So, da hocken jede Menge Skorpione. Und dann nochmal wieder ein Dilo. Da ist die Explorer-Note, Leute. Und irgendwas ist ins Wasser gefallen. Ins Wasser, ja. Ins sehr, sehr heiße Wasser. Ab in die Lava, gerösteter Skorpion. Sehr schöne Helena-Note. Zum Megalozeros. Da ist das Artefakt, Leute. Da ist nichts mehr. Okay, Leute, da drüben haben wir das Artefakt. Ich höre zwar noch Viecher rumflattern, aber wir werden mal gucken. Keine Experimente hier. Rüber da. Unfortunately, hunting Megalosaurus is not easy because of their quick speed and ability to bound over most obstacles. Megalosaurus is a jack of all trades creature. And many who ride it value its versatility. Da könnte nochmal eine Explorer-Note sein. And its resilience, speed, and ability to Wenn wir da jetzt rüberspringen, kommen die auf jeden Fall alle an. Finally, the male Megalosaurus charging horn attack tends to cause targets to bleed, decreasing their health. Wir schießen die an und dann springen wir schnell weg mit dem Grappling Hook, Leute. Und ziehen die erstmal hier rüber, nach und nach. Hopp. Nachladen. Grappling Hook raus. Rüber, 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 rüber. Hopp. Und weg. Oh, 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 und weg. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, Leute. Ah, laufen. Oh nein, wir müssen nochmal Grappling. Zieh dich rüber. Die sind aber auch schnell, die Viecher. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh, lauf. Lauf, 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 lauf. Einmal in die große Halle wieder rein hier. Okay, geht aber noch, geht aber noch. Lass mal gucken, was die Haltbarkeit vom Ghillie-Suit sagt. Haben wir auch. Ist noch okay, ist noch okay. Läuft. Läuft gut. Wir sind ja schon fast da. Ah, da oben hängt noch eine an der Seite hier. Da hängt sie. Da ist noch eine. Was die aushalten. Es ist heftig. Oh, die hat sich befreit.
Problem an dem Ghillie-Suit ist beim Nachladen immer das Gemüse im Gesicht und kann nicht sehen, wo man hinläuft. Roms, sehr schön, die hat's auch erwischt. Alles klar, wieder rein. So, sachte. So. Hier lang. Ich glaube, da ist immer noch jede Menge Viehzeug unterwegs da drüben. Wie viele Kletterhaken haben wir noch? Vier Stück, sag ich. 10 Stück haben wir noch. Einmal rüber. Okay, scheint doch nicht mehr so viele zu sein. Vielleicht können wir die da sogar einzeln anlocken. Wenn wir sie denn treffen. So, nehmen die Schrotflinte raus. Sauber! Die ist weg. So, können wir vielleicht sogar so rüberspringen. Aber man muss ja nichts riskieren, solange man noch einen schönen Grappling Hook hat. Zack. Sehr schön, Leute. Wir haben das... Was haben wir hier eigentlich? Das Artefakt of the Massive. Okay. Tada! Spiel, mach keinen Mist. Ich wollte sagen, jetzt stürzt es ab, oder wie? Wenn wir das Artefakt eingesammelt haben? Nee. So, da lungert noch ein Dino rum. Lungert noch ein paar mehr rum. Ein paar Spinnen auch noch. Alle einmal rein in den Tümpel. Super. Sieht nicht mehr nach Höhlenloot aus da drüben. Das riskieren wir nicht. Warum sollen wir es riskieren? Wir haben noch Grappling Hooks. Wir können das auch so machen. Hat gereicht. Ziehen wir uns gleich über beide Abgründe rüber. Sehr schön. So. Okay. Das heißt, das Artefakt haben wir. Aber wir konnten ja oben noch einmal an der anderen Seite weitergehen. Ich weiß nicht, wo es da noch hingeht. Auch noch wieder Viehzeug in den Wänden hocken hier. Laufen wir mal hier hoch und gucken, ob es jetzt irgendwo oben eine Verbindung gibt. Sieht so aus, wenn wir jetzt einmal auf der anderen Seite wären. Ja, sind wir auch. Zack, hoch da. Hepp. Da kommen wir locker so rüber gesprungen. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter. Weil da müssten wir eigentlich am Anfangsbereich jetzt von der anderen Seite wieder runterkommen. Guck mal, da unten waren wir auch noch nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch hier Explorer Notes, wenn wir hier noch runtergehen. Und natürlich noch jede Menge Viehzeug. Die wir jetzt auch gleich wieder alle auf einmal angelockt haben, natürlich. Komm her. Warten wir erstmal hier, dass die ersten rüberkommen. Mist, das war nix. Das war auch nix. Lauf. Und ab nach oben. Oben rum. Ohne irgendwo reinzuschmögeln nach Möglichkeit. Mist, das sind viele. Jau! Okay, wir sind so ein bisschen los. Da unten fliegt noch eine. Komm hier rauf. Oder schmier ab. Ist auch okay. Könnt natürlich jetzt einfach von hier runter grappeln, ne? Jetzt haben wir die ganzen Viecher nach hier oben gelockt. Okay, weiter rauf. Nachladen. Was sagt Munition? Oh, Leute. Wir haben gleich keine Munition mehr für die Schrotflinte. Da ist auf jeden Fall noch was am Flattern da unten. Autsch. So. Ich weiß nicht, ob wir das direkt wieder da hoch schaffen. Müssten wir aber eigentlich. Oh, die los. Ah. Auf 2 Meter vorbei. Echter Scharfschütze an der Longneck. Ups. Wie, du hältst einen aus davon? Bist du denn für ein Dilo? Du hältst 2 aus davon? Auch noch genau mitten im Kopf?
Was ist denn das für ein Turbo-Dieb? Ich glaube, wir haben jetzt wieder noch ein Flattervieh angelockt. Erstmal wieder ein Stück weg da. Wo ist er? Da kommt er. Haben wir. Level 150. Ne? Da drüben sind auf jeden Fall nochmal zwei Fledermäuse. Mindestens zwei. Na, kommst du da nicht vorbei? Sehr schön. Aber wie können sie treffen? Das passt doch. Jetzt kommt sie. Ne, jetzt haut sie ab. Brauchen auf jeden Fall als nächstes auch wirklich das Zielfernrohr für die Longneck hier. Ist schon ganz hilfreich, wenn man das mal hat. Na, das gibt's nicht. Vorbei. Flinte raus. Au! Ah, Handschuh kaputt gebissen vom Ghillie Suit. Was sagt der Rest? Der Rest sagt, es noch in Ordnung. So, dann lass mal gucken. Hier muss es auf jeden... Da ist doch schon noch eine Explorer-Note. Und da ist noch eine. Holen wir erstmal die Helena-Note und lass uns ein bisschen was erzählen. Mach zu. Irgendwas kommt angekrochen. Zumindest grunzt irgendwas aus der Wand raus. Und... Oh, was? Kommst du denn her? Sagt die Lebensenergie, sagt gut, wir haben Hunger, wir haben ein bisschen Durst. Alles noch im Rahmen, ist was? Alles klar. Nehmen wir auch gleich mal auf. Einfach mal, Helena einfach mal das Wort abgeschnitten. Moin. Die kleinen Ranzviecher. And they never questioned whether it had been tested on humans yet. So. Well, I suppose if they return with another batch of apes, then I'll know that Lazarus chowder doesn't cause asphyxiation, won't I? It's not exactly a conclusive scientific trial, but I suppose it will serve. Unfortunately, all these primitive primates have given Rockwell Manor quite the pungent odor. Isabel said she is working on some sort of air freshener. But I hope she makes haste. Okay, uns wird die Munition wird knapp, Leute. Nee, ich glaube, wir machen uns lieber auf den Weg zurück. Hier raus aus der Höhle. Wir haben das Artefakt. Wir haben die Explorer Notes. Wir haben zumindest einen kleinen Höhlenloot uns geholt. Mehr gab es jetzt erstmal nicht. Wir waren ja an den Stellen, wo die Loots eigentlich zu finden sind. Und da war jetzt nichts. Das heißt, wir gehen wieder hier raus. Zack. Epp. Ganz rüber und ab nach oben. Da ist auch schon wieder so ein Vieh am Rumflattern. Ich hoffe, der bleibt da hängen jetzt. So, ab nach oben. Gucken, dass wir hier nirgendwo reinschmieren. Yo! Aber eigentlich müssten wir schon auf dem absolut richtigen Weg sein, um hier wieder rauszukommen. Ja, sind wir auch. Da hinten kommt die Lava runter. Wir sind richtig hier. Frage ist jetzt nur... Ja, wir sind genau richtig, Leute. Wir sind genau richtig. Hier geht's nach oben raus. Wir sind genau wieder an der Kreuzung. Also da sind wir am Anfang reingegangen hier. Runter und jetzt sind wir von da wiedergekommen. Alles klar, wir sind zumindest einmal im Kreis rum. Ich glaube, wir haben nicht jedes Höhlen... nicht jeden Höhlen-Loot-Spot abgesucht. Aber zwei auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar drei. Wo möglicherweise... oder möglich immer ein Höhlen-Loot stehen kann. Alles klar. Das heißt, wir sind auf dem Weg raus. Einmal hier hoch, dann haben wir es schon gleich geschafft. Ich würde sagen, das können wir als sehr, sehr erfolgreiche Höhlentour verbuchen. Hat Laune gemacht, war ein richtig cooler Dungeon. Erstmal von der Optik fantastisch und auch vom Kämpfen macht es einfach Laune, auch mal zu Fuß durchzugehen. Haben den Wolf jetzt auch gar nicht gebraucht. Munition ist natürlich jetzt sehr knapp geworden, aber es hat gereicht und das ist das Wichtigste. Uah, ich wollte sagen, jetzt nicht auf dem letzten Meter noch abschmieren hier, ihr Lieben. So, super, da sind wir wieder draußen, erfolgreich mit dem Artefakt of the Massive. Was grunzt hier? Bist du das, oder?
Hat sich nicht nach Petri angehört. Ihr Lieben, ich würde sagen, dann kommen wir hier zum Ende dieser erfolgreichen Höhlentour. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.